Ja, moin Leute und willkommen zurück zu Dawn of War, The Dark Crusade. Mit mir Satheklon und jetzt den Space Marines auf den Weg zum Sieg. Wir haben beim letzten Mal die Hyperion-Spitzen eingenommen, direkt nachdem wir die Orks vernichtet haben. Als nächstes folgt nun der Angriff auf die Tau, beziehungsweise dann danach auch auf die Elder, um diese Kampagne dann zu Ende zu bringen. Wie ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte am Ende, werde ich jetzt nicht jedes einzelne Land hier einnehmen, weil das brauchen wir einfach nicht. Ich meine, schlussendlich ist die Aufgabe dieser Kampagne, alle anderen Fraktionen aus dem Spiel zu nehmen, beziehungsweise alle Hauptländer aus dem Spiel zu nehmen, weil das sind dann die Fraktionen. Also das heißt, wir werden jetzt hier die Runde beenden und wir werden nicht angegriffen. Direkt mal hier angreifen. Ich könnte auch hier angreifen. Es geht ja nur darum, ein Verbindungsland zu den Tau zu schaffen. Ich könnte auch hier oben angreifen, weil hier oben ist eine Lücke und da kann man tatsächlich drüber. Hier könnte ich den Veteran kriegen, ne? Also einen weiteren. Wir haben ja schon einen. Hier würde ich einen Cyborg kriegen und der ist, denke ich, viel, viel mehr wert. Selbst wenn man es gegenüberstellt. Der kann halt, ne, der Veteran kann halt gegen alles agieren, theoretisch. Der Cyborg aber auch. Ne? Also ein Cyborg ist halt schon nicht schlecht. Ich muss sagen, ich bin persönlich, ich mag Cyborg sehr gern, ja. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie Killerbots der Orks irgendwie stärker. Ich weiß nicht, ob im 1 gegen 1 der Cyborg das gewinnt oder nicht. Weiß ich nicht. Aber irgendwie, naja, also optisch ist der definitiv am ansprechendsten von den ganzen Kampfläufern, die man so hat. Wobei, es gibt, glaube ich, auch nur die von den. Oh, nee, ist nicht richtig. Gibt ja auch noch die von den Eltern auf jeden Fall. Egal, greifen wir mal direkt an. Und jetzt kann ich euch zeigen, was mit der Sturmbasis ist, genau. Und für die Leute, die Soulstorm schon kennen, die haben dann letztes Mal gesehen, woran es dann gelegen hat. Hier oben habe ich ja gesucht, wo kann ich hier durchschalten. Das ist bei Soulstorm tatsächlich so. Hier sind dann so Pfeile. Hier ist es direkt darunter. Habe ich nur vertüdelt. Na gut, ich nehme den Skriptor trotzdem mit und würde eine Kaserne, vier Generatoren und die Rüstkammer mitnehmen. Das ist schon sehr, sehr viel Anforderungspunkte, die wir hier ausgeben, aber dadurch geht das Ganze auch viel schneller. Ich glaube, wenn wir das Tau-Hauptland angreifen, würde ich wahrscheinlich auch die Bolter-Geschütztürme mitnehmen, damit man am Anfang ein bisschen mehr Luft hat. Aber gut, wir haben hier eine gegnerische Stärke von 9 und ne, den Hinweis, der Feind besitzt zwei große Basen. Das heißt, trotzdem ein bisschen Aufräumarbeit. Deswegen bereitet euch schon mal darauf vor, das könnte eine längere Folge werden. Ja, wenn die Schlacht recht schnell geht, sage ich mal, dann würde ich auch direkt ins Hauptland einmarschieren. Dann dauert es vielleicht nicht mehr so lange, aber mal gucken. So, eine Kaserne brauche ich ja nicht mehr bauen. Haben wir. Tatsächlich ist diese Angmar-Wüste gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsmaps in Dawn of War. Die gibt es halt erst seit diesem Teil hier oder seit diesem, ja, Standalone. So. Einfach weil hier jeder eine klar definierte Base hat und die Kontrollpunkte recht gut gelegt sind. Bei anderen Maps hat man vielleicht das Pech, dass man irgendwie nur ein paar Kontrollpunkte in der Nähe hat und so weiter. So, ja, wo ist mein Ding jetzt eigentlich? Da. Das Gebiet ist sicher. Wir Ja. erwarten Ihre Befehle. Eingenommen. Ihr wünscht. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Ja. Wie ihr wünscht. Bauroutine Gebiet ist sicher. 721 Ja, eingeleitet. super. Ja. Einmal mehr ziehen wir in die Ja. Schlacht. In angemessener Eile. Space Marines einsatzbereit. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Das seid ihr wohl. Verstanden. Aber hier, die Angmar-Wüste, das gehört immer noch den Orks. Das heißt, wir haben denselben Gegner wie letztes Mal. Oder wie letzten beiden Male sogar.
Space Marines Einsatzlage. Yep. Da kommt ein Big Mac, aber der sollte gar kein Problem sein. Nee, ist er auch nicht. Was ich bei dieser Kampagne sehr, sehr lustig finde, das ist bei Soulstorm, meine ich dann nicht so, das weiß ich aber tatsächlich gar nicht. Wenn man auf einfach stellt, ja, dann hat man nicht nur, wie man es sich denken könnte, einfache Missionen, sondern die Gegner halten auch weniger aus. Das heißt, die Orks hier würden nicht mal in den Nahkampf kommen, allein wegen ihm hier schon nicht. Weil er sprayt rein und die sterben fast instant. Das ist so krank. Da gibt es dann halt auch echt lustige Kampagnen. Also wenn man das mit der imperialen Armee macht, dann ist so ein imperialer Infanterietrupp sogar richtig gut. Ja, weil er halt trotzdem mit seinem Schaden, den er macht, sehr viel Schaden anrichtet, weil der Gegner halt sowieso kaum was aushält. Das ist bei eigentlich fast allen Fraktionen so. Die Space Marines, die halten trotzdem noch recht viel aus. Die Necrons auch. Das Chaos, manche Einheiten auch, halten auch recht viel aus, aber die halten bestimmt die Hälfte oder noch weniger aus, als sie es hier tun. Das ist teilweise sehr, sehr lustig. Man kann da sehr, sehr lustige Kampagnen machen, einfach weil man so OP ist, sag ich mal. Verstanden. Ah, okay, da sind noch welche in der Ausbildung. Führt uns zum Feind. Wie lautet der Befehl? So, der Befehl? Übrigens, nein, ich habe ja dieses Fenster gerade gezogen, um die ganzen Einheiten auszuwählen. Das kann man nicht einfach, indem man dieses Fenster zieht mit Linksklick, sondern man muss dabei Steuerung gedrückt halten. Ansonsten wählt man die anderen Truppen wieder ab. Ne, also die wären gar nicht so lange am Leben auf einfach. Finde ich ziemlich lustig, aber wäre jetzt nichts für dieses Let's Play gewesen. Das wäre irgendwie sehr, sehr einfach gewesen. Ne? Gerade mit Space Marines ist das dumm wie Brot. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, jetzt geben wir dem hier mal einen Sergeant, nur für den Fall das. Okay, du hast schon Sergeant. Ne, effektiv gegen Fahrzeuge und Gebäude. Das will ich. Ihr sollt hier gar nicht die Chance bekommen, sich lange aufzubauen. Aber schlussendlich muss ich nur das Hauptquartier zerstören, dann ist die, also ist dieser KI-Gegner auch weg. So. Irgendeinen Special habe ich verloren, genau da. Ist jetzt gar nicht so schlimm. So, und schon ist der Gegner vernichtet. So, und jetzt muss ich eigentlich im Prinzip nur weiterziehen. Ich weiß gar nicht, war der da oder war der irgendwo anders? Ah. Weiß ich gar nicht mehr. Wo ist nochmal der zweite? Du guckst mal hier lang. Das weiß ich gar nicht mehr. Auf der Map, wo das der zweite war. Naja. So. Ja. Hat 100. Hat Schmunde. Aber. Bauprotokoll eingeleitet. Scheint's nicht zu sein. Okay. Der Glaube ist unser Schild. Ja, ja. Der Glaube ist unser Schild. Erwarte Befehle. Wie lautet der Befehl? Ha. Okay, da ist er scheinbar auch nicht. Da waren ja die Scouts jetzt gerade. Na gut, dann kann ich ja in der Zeit schon mal. Ah, nee, Plasmawerfer brauchen wir jetzt nicht. Nicht gegen Orks, also. Stehe unter schwerem Beschuss! Okay, ja, also hier scheint's wärmer zu werden. Hier sind schon mal Heuchposten. Ja. Aber ist hier auch die Basis.
Nee. Ja, Mann, nicht. So, jetzt werde ich hier nochmal die schweren Waffen erweitern, dass mehr im Trupp sind. Ja, okay, die Scouts sind halt verloren, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass die Basis hier sein muss. So, und das geht ja doch recht fix. So. So. Genau. Dann haben wir das hier auch durch. Ein Fahrzeug. Ach komm, ein einzelnes Panzerbike. Das kannst du dir doch sonst wohin schieben. Nehme Schaden. Bestätigt. Ich glaube, auch auf leicht würde der durch eine Rakete oder zwei sterben und nicht durch so viele überleben. Das ist halt... Der wäre auch schon längst tot. So, ne? Also auf einfach halten die halt fast gar nichts mehr aus. Vor allem die Orks nicht. Ich meine, die halten ja jetzt schon so nichts aus, aber naja. Ne, die fallen ja jetzt schon, wie die fliegen. Das ist dann nur noch extremer. Space Marines, vorwärts! Auf mein Kommando, angreifen! Ich diene der Menschen. Wir stehen zur Verfügung. Ich treffe immer. So, rein da. Ich werde nicht scheitern. Wie lautet der Befehl? Oh, da ist der Skriptor gestorben, aber nicht so schlimm. So. Ja, wie schnell das Hauptquartier auch einfach weggeht, ist auch immer gut. So, und schon gewonnen. Ja, ich werde dann direkt auf das Tauhauptland gehen. Ja, genau, jetzt habe ich sogar noch eine Ausrüstung bekommen, nice. Hier würde ich eben jetzt wirklich einfach mal nur Tankiness geben und fertig. So, dann ist der fast schon sehr golden. So, Angriff. Den Cybot würde ich mitnehmen, den Skriptor würde ich mitnehmen. Die Basis nicht, weil, wie gesagt, die kann einem alles verbauen. Ich wollte es gerade, ich habe es ja gesagt. Als die Entwicklung des Krieges sich gegen die Tau wandte, wurden sie in ihrer Festung in der Stadt Asharis von den Aliens umbenannt nach Taschen angegriffen. Die Aliens aber waren gut verschanzt und bereit, eine ordentliche Verteidigung aufzustellen. Shao Kais, der militärische Anführer der Tau, richtete sein Hauptquartier in der mächtigen Zitadelle im Stadtzentrum ein, wodurch Angreifer gezwungen waren, sich ihren Weg durch die engen Straßen zu bahnen, in denen sie mit Hinterhalten und Beschuss durch Scharfschützen rechnen mussten. Weitere Außenbasen in anderen Stadtteilen unterstützten seine Strategie, bei der Krautjäger und mächtige gepanzerte Einheiten die Angreifer nur noch mehr bedrängen konnten. Die einzige strategisch wunde Stelle war der Platz der Einheit, der größte öffentliche Platz der Stadt. Ein moderner Funkturm an dieser Stelle könnte potenziell von Angreifern benutzt werden, um die Positionen der getarnten Einheiten in der Stadt aufzudecken. Okais wusste jedoch, dass das ultimative Ziel der Angreifer die Auslöschung und nicht die Eroberung sein würde. Aonel Chiores, ein Mitglied der geheimnisvollen Kaste der Himmlischen, führte die Streitkräfte der Tau von der Zitadelle in Taschen an. Sollte er sterben, würden die Streitkräfte der Tau zusammenbrechen. Aber solange der Himmlische lebte, würden die Tau Taschen gegen alle Angreifer verteidigen können. Ja, dem ist so. Und was ich sagen wollte, ja, ich habe davon gesprochen, dass ich eigentlich diese Sturmbasis nutzen will hierfür. Tatsächlich jetzt aber nicht, weil ist auch erstens nicht so schlimm, zweitens verbaut sie mir sonst alles. Ich meinte ja, Geschütztürme wären ganz wichtig, um sich Luft zu geben, aber ich schaffe das auch so. Und ja, wir sollen jetzt hier den Himmlischen töten, da ist er. Der ist aber nicht so einfach zu töten, also... Ich habe das mal versucht, mit der imperialen Armee den Assassinen, den Tempest-Assassinen, den Scharfschützen, ihn auf den Himmlischen anzusetzen, aber man kommt da nicht durch, weil man halt, ähnlich wie bei den Necrons auch,
von einer Ecke bis hin zur ganz anderen Ecke muss und auf den Weg dahin sind ganz viele Tau. Und die Tau sind nicht zu unterschätzen, gerade nicht aus Space Marine Sicht. Die Tau machen sehr, sehr, sehr viel Fernkampfschaden, viel mehr als wir. Also die haben sehr gute Fernkämpfer, die nichts aushalten. Ja, richtig, aber also das sind halt Glaskanonen. So, also wenn sie halt den Gegner töten, bevor er Schaden anrichtet, müssen sie auch nichts aushalten können. So, das ist so mehr oder weniger die Taktik. Generell gibt es auch so das Tau-Meme, dass sie halt nichts im Nahkampf aushalten. Hier geht es in dem Spiel. Sie haben auch eigene Nahkämpfer, also die Krot. Damit können sie sich so ein bisschen Luft verschaffen. Also ja, so ein Tau-Feuerkrieger-Trupp, der hält überhaupt nichts im Nahkampf aus. Ich glaube, so ein Standard-imperialer Infanterietrupp würde den im Nahkampf, glaube ich, sogar nass machen. Aber das müssen sie auch gar nicht können. Bei so viel Feuerkraft, die sie aufbringen, ist Nahkampf das geringste Problem eigentlich. So, viel mehr ist das Problem Artillerie oder wenn der Gegner zu Schaden kommt. Ne? Also wenn der Gegner Schaden anrichten kann. Aber deswegen, ne, müssen wir trotzdem uns wie sonst auch immer eine Base aufbauen. Die besten Einheiten sozusagen zusammenführen. Ne? Wir brauchen taktische Space Marine Trupps mit eben schweren Waffen bis oben hin und müssen jetzt einmal komplett durchmetzeln. Hier wurde auch nochmal so ein Turm erwähnt, womit man unsichtbare Einheiten aufdecken kann. Der ist für uns nicht wirklich relevant. Wir können halt mit Skripto, mit unserem Skripto arbeiten. Wenn der halt mit der Masse mitläuft, mehr oder weniger, dann wird das alles nicht mehr so das Problem sein. Die Tau haben nämlich Geist-Kampfanzüge und auch unsichtbare Panzer. Die sind sehr, sehr nervig, aber machen nicht viel Schaden. So, ne, also das, was viel Schaden macht bei den Tau, ist sichtbar und deswegen wird das schon alles schief gehen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Sequenz an. Okais, sind Ihre Truppen bereit? Ja, Aonel. Die Erdkaste ist dabei, den Mondka-Befehlsstand fertigzustellen. Unsere gepanzerten Einheiten sind bereit, den Todesstoß zu versetzen. Und unsere Krot-Verbündeten? Auch bereit, Aonel. Der Kaujon-Befehlsstand im Krotviertel der Stadt ist bereit. Und die Weisen haben ihre Elite-Krieger eingeteilt. Geistkampfanzugteams beziehen in der ganzen Stadt Stellung. Sie sind bereit zuzuschlagen, wenn der Feind geschwächt ist. Fresst Plasmafeuer! Sturmteams aus Feuerkriegern und Krotrudeln verteidigen die Straßen und stellen sich dem Feind entgegen. Ausgezeichnet, Commander. Bitte führen Sie mir die Trupps vor. Soldaten der Feuerkaste, Krot und Vespid-Verbündete. Heute stehen wir wie ein Bollwerk gegen die Egoistischen, die Seelenlosen und die Verrückten. Heute müssen wir unsere Feinde aus unserer Stadt und von unserer Welt vertreiben. Heute, mehr als jemals zuvor, werden wir für das höhere Wohl kämpfen und wir werden siegen. So, verzeiht, dass ich wieder zwischen den Dialogen hier einsetzen werde. In seinem... Ja, eliminieren Sie den Himmlischen, soweit so gut. Hütet euch vor dem Elis, dem Mutanten, dem Ketzer. Wir erwarten Ihre Befehle. Na, kommt gar kein Dialog. Dein Imperator herrscht hier nicht, Mensch. Der Imperator herrscht über jeden, Alien. Das wirst du noch früh genug lernen. Du hast mich nichts zu lehren, Fanatiker. Lobet den Imperator. Ja, das war's auch schon, diese Gespräche zwischen, also in dieser Tau-Basis sind gar nicht so lang.
Tatsächlich finde ich es auch ganz cool, dass in der Hauptsequenz gerade der Tau ja gesagt hat, ne, wir kämpfen heute gegen die Fanatiker und so weiter. Da war ja noch einiges anderes. Damit gemeint sind alle Fraktionen, die es so gibt. Ne, also er hat mit jeder Eigenschaft eine Fraktion gemeint. Das rührt daher, da man mit jeder Fraktion eben diese Sequenz bekommt. Und man das nicht gesondert gemacht hat. Finde ich auch gar nicht schlimm. Ich meine, man bekommt ja diesen, ich nenne es immer gerne Diss-Track, den wir gerade gehört haben, so, ich will dich kalt machen. Ja, schaffst du aber nicht. Und doch, so, ne, das ist halt bei jeder Fraktion unterschiedlich. Also bei den Necrons hört man was anderes. Bei den Tau hört man, bei den Tau ist ja schon. Bei den Imperialen hört man was anderes und so weiter. Befehlsstand, Bericht erstatten. Hauptkorbefehlsstand bereit, Chaso. Krisiskampfanzüge einsatzbereit. Der Kaujon-Befehlsstand ist im Codeviertel sicher. Solange die Feinde des Imperators atmen. Ausgezeichnet. Greifen Sie den Feind mit Sturmteams an, aber schützen Sie Ihre Stellungen. Wie ihr verlangt. So. Unser Captain kriegt hier ganz schön aufs Maul. Aber na gut, so ist es halt. Die Tau machen halt, wie gesagt, sehr viel Schaden. Darf man nicht. Das kann man auch kaum verhindern, das wollte ich sagen. So. Das ist noch ein Anti-Fahrzeugpanzer. Hier können wir die Feuerkrieger, glaube ich, ein bisschen. Na, sie machen halt zu viel Schaden, aber gut. Hier können wir aushelfen. Na, da haben sie einen Terminator gekillt, aber das ist gar nicht so schlimm. So, dann machen wir hier mal einen Horchposten hin. Und hier. Und du machst da einen hin. Wie ihr wünscht. Ja, eure Herrlichkeit. Wir stehen zur Verfügung. Zerstören, eliminieren, vernichten. So, und schon haben wir das abgewehrt. So, hier kommt natürlich immer wieder auch etwas von den Tau, was angreift. Das kann man kaum verhindern. Und dagegen kann man sich aber auch gut verteidigen. Gerade als Space Marine haben wir ja die Möglichkeit, Geschütztürme zu bauen. Und damit lässt sich das alles auch schon ganz gut abwehren. Problem ist, die Tau haben eine höhere Reichweite als unsere Geschütztürme. Das ist aber auch so generell das Ding der Tau. Sie haben die höchste Reichweite im Spiel, machen den höchsten Fernkampfschaden im Spiel. Das ist halt, ne, das sollen sie halt können. Und das können sie auch. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Wie kann ich euch helfen? So, hier würde ich dann mal jetzt alle Horchposten hochziehen. Ah, nicht alle. Genug Strom, aber gleich. So. Wie lautet der Befehl? Waffen sind. Es gibt hier halt drei Durchgänge. Einmal hier, einmal hier und einmal hier. Ist auch gar nicht so schlimm, aber naja. Wir haben jetzt hier noch zwischendurch reinbekommen, wir können den Kaujon-Befehlstand und den Mondka-Befehlstand zerstören. Tatsächlich ist der Mondka-Befehlstand eigentlich besser zu zerstören, weil dann greift er nicht mehr so mit Panzern und so an. Krot sind eher das geringste Übel. Vor allem, wenn man schwere Waffen hat später, dann ist das gar nicht mehr so schlimm, ja, wenn die kommen. Sie springen halt in den Nahkampf rein und man hat dann kaum Zeit, irgendwie Schaden zu drücken auf Fernkampf. Aber es geht. Absolut noch im Möglichen. So. 50. Eieiei. Na, hier in die Ecke kriege ich nichts mehr reingequetscht, aber hier. Ja, eure Herrlichkeit. Da kriegen sie hier zu sehr aufs Maul. Ja, da ist der ganze Trupp gestorben. Man sieht, wie schnell jetzt unsere Space Marines sterben. Die Tau sind halt eine ganz andere Ausnahme. Ja, man sieht auch, unser Veteran stirbt so schnell. Ja, der Terminator hält noch einiges aus, auf jeden Fall, aber. Ja, das ist eine ganz andere Art von Gegner, als wir sie vorher schon kennen. Ne, die Necrons haben wir so nicht ganz so, wie wir sie jetzt kennengelernt haben beim letzten Mal. Also bei Winter's Sword haben wir die Necrons zwar schon gesehen, aber
ganz anders, ne? Da hatten sie ja nur Krieger und diesen Monolithen. Der Gegner muss in der Nähe sein. Die Necrons sind aber auch tatsächlich, was ihr Gameplay angeht, etwas besonders. Die Tau aber auch, also ne, wie alle anderen Fraktionen haben sie Gameplay-Unterschiede und die sind auch gar nicht so gering. Ne? Also ist schon ordentlich. Geht halt Sachen anders an. So, Rüstkammer bitte. Ach, ich stehe jetzt am Weg. Um euch zu dienen. Da. Eingeleitet. Genau, am liebsten würde ich jetzt hier nochmal einen Trupp ausbilden. Auch wenn das viele Ressourcen kostet, den überhaupt auszubilden. Und auch tatsächlich aufzufüllen. Aber na gut. Jawohl. Ja, ich erwarte Ihre Anweisungen. Ja, ich muss auch bald anfangen, hier die Geschütztürme zu bauen, einfach nur damit die nächsten Angriffe nicht so wehtun. Aber deswegen habe ich jetzt auch den Trupp schon ausgebildet, weil der kann recht mobil aushelfen. Ja, da sieht man es schon, da greifen sie weiter an. So, hier die Taufeuerkrieger. Muss man einfach nur im Nahkampf binden, dann machen sie fast keinen Schaden mehr. Unser, ne, unser Terminator, der kriegt das zwar gut hin, aber er kriegt trotzdem sehr viel Schaden rein. Das lässt sich auch kaum verhindern. Waffen sind scharf. Es wird euch bei dem Alien, dem Mutanten, den Ketzer. Verstanden. Wir sind die Auserwählten des Imperators. So, hier geben wir mal unseren Space Marines mehr Leben, das ist auch schon sehr gut. Führt uns zum Feind. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Ja, wunderbar. Immer aufmerksam. Gehe leichten Fußes und trage eine große Waffe. Okay, wunderbar. Wir sind wunderprächtig. So, hier würde ich dann jetzt mal anfangen, Geschütztürme zu bauen. Wie ihr Zack. Ja, eure Herrlichkeit. Okay, er ist jetzt auch fertig. Das ist schon mal sehr gut. Ich gebe denn jetzt mal schon mal schwere Waffen. Und ja, schwere Bolter sind sehr, sehr gut. Man hat nicht immer die Chance, die schweren Bolter auszunutzen. Ne? Vor allem, weil die Tau so viel Schaden machen. Aber die schweren Bolter richten an den Tau sehr viel Schaden an. Mit Plasmawerfern kommt man gar nicht wirklich in Reichweite. Die machen auch okay Schaden gegen Tau, aber nicht wirklich. Raketenwerfer sind nur wichtig für die Fahrzeuge. Flammenwerfer kann man auch tatsächlich gut gebrauchen gegen die Krots. Die Feuerkrieger verlieren auch blitzschnell ihre Moral. Aber das ist halt nicht effektiv. Mit den schweren Boltern tötet man sehr, sehr schnell die Feuerkrieger und generell Infanterie der Tau. Weshalb sie sehr, sehr, sehr gut sind und irgendwie meine Wahl gegen die Tau. Und wie man schon merkt, die schweren Bolter sind gegen sehr viele Feinde sehr gut. Allein weil sie so viel Schaden anrichten und die meisten Gegner eher weniger Leben haben. Gegen Space Marines beispielsweise, also gegen Chaos, kann man ja schwere Bolter auch mitnehmen. Weil die haben zwar viel ne, Leben und auch Widerstand sozusagen. Nichtsdestotrotz burnt ein schwerer Bolter das schnell runter. Also schwere Bolter sind mit einer der besten schweren Waffen für Space Marines, aber auch fürs Chaos. Wobei das Chaos nur die Wahl hat zwischen schweren Boltern und Plasmawerfern. Was bei dem ersten Dawn of War tatsächlich noch anders war. Und bei Soulstorm ist das auch... Nee, ist es nicht anders. Bei der Mod ist es anders, die auch schon mal präsentiert hatte. Wir stehen zur Verfügung. Genau, jetzt würde ich hier mal die Horchposten nochmal aufwerten. Aber... Erwarte Befehle. Und du baust mir hier mal die Geschütztürme. In angemessener Eile. Bauroutine 721 eingeleitet. Ich bin bereit zu dienen. So. Könnte natürlich tatsächlich hier so außenrum und diesen Kaulion-Befehlstand mitnehmen. Ich könnte dasselbe hier auch machen. Würde auch tatsächlich lieber hier außenrum hingehen, weil
Dieser Befehlstand hier bringt halt gepanzerte Einheiten, heißt Panzer und Rises Kampfanzüge, das sind so, ja, wie Cyborgs, aber halt für Fernkampf ausgelegt. Und von hier aus dann angreifen. Ne, das ist so ein bisschen der Plan. Weil hier die Croats, die sind nervig auf jeden Fall, aber für uns gar nicht so schlimm. Mit anderen Fraktionen ist es schlauer, die Croats anzugreifen, weil man vielleicht nicht im Nahkampf gebunden sein will. Ja. Mit imperialen Armee beispielsweise wäre das praktisch. Ja, wobei, das, ja, es ist immer ein bisschen so was man, worauf man gerade Lust hat, ne? Bitte latsch mal noch weiter weg und jetzt kannst du mir hier mal das Ding bauen. Fahrzeuge brauche ich auch. In angemessener Eile. Ich werde gehorchen. So, einmal das bitte. Okay, du bist noch nicht ganz erlöst. Du musst noch hier auch Geschütztürme bauen. Bauroutine 721 eingeleitet. Ja, Eure Herrlichkeit. Ich werde gehorchen. Wunderbar. Da haben wir die Dingens. Die Apothekari, wenn wir sie brauchen. Und die werden wir brauchen wahrscheinlich. Ja, na. Schwierig. Eigentlich braucht man sie nicht so wirklich gegen Tau. Da die Tau viel zu viel Schaden anrichten, als dass man da was gegen machen kann. Als dass man dagegen healen kann, vor allem. Bauroutine 721 eingeleitet. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Wie kann ich euch helfen? Der Imperator wacht über uns. Machen wir das mal eben. Granaten, warum nicht? Kann man gebrauchen. Ich würde tatsächlich hier mal die Scouts vorschicken und infiltrieren lassen, gemeinsam mit Servoschädeln. Einfach damit ich ein bisschen schon mal vorher spotten kann, was da auf mich zukommt und was nicht. Sturmteams, sucht euch die Ziele und greift an! Ja, man sieht, die Boulder-Geschütztürme, die machen auch gar nicht so viel Schaden, ne? Orts verlieren da definitiv irgendwie mehr Leben. Und man sieht schon, wie angeschlagen der Geschützturm jetzt ist. Durch so ein paar Tau. Also das ist schon krass. Ich werde gehorchen. Da ist er schon kaputt. Ja. So, was wollte ich machen? Genau das hier. Ach ja, Scouts ausbilden und die schon mal losschicken. Wir stehen zur Verfügung. Wir stehen zur Verfügung. So, übrigens finde ich auch ganz nice hier in dem Archiv dieses Bloodraven-Symbol. Wenn ich mich nicht irre, wenn man einen anderen Orden spielt mit einem anderen Symbol, ist hier auch dann ein anderes Symbol drauf. Was ich irgendwie ganz nice finde, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall was. So, da sind die Scouts. Jetzt brauche ich nur noch einen Servoschädel. Wie ihr befehlt. Man sieht die schon, die Umrisse schon recht gut, ne? Aber irgendwie ist das auf dieser Karte extremer als auf anderen. Naja. Ich erwarte ihre Anweisungen. Wollt mich ja nicht stören, ne? Wunderbar, da ist einer. Dann spionieren wir mal hier diesen Kommandoposten aus, den wir dann als nächstes einnehmen werden. Dafür brauche ich halt nur noch mehr Trupps. Ganz klar. Da kann ich ja schon mal hier langsam mit der Produktion anfangen.
So, hier scheint... Ah, hier sind ein paar Krots. Space Marines Einsatzbereit. Kann man auch hier gezielt ausschalten, tatsächlich. Ja, die Scharfschützen one-shotten die Krots, was ich ganz nice finde. Das sind halt auch Scharfschützen, ne? Die sollen das wahrscheinlich auch können. Der Glaube ist unser Schild. So, bitte noch mehr Space Marines, danke. Oh, ne, nicht so weit rein. Ah, hier ist schon eine kleine Basis, wie man sieht. Space Marines einsatzbereit. Der Feind greift an! Für das Höherwohl! Ja, naja. Muss ja sagen, das ist mir jetzt nicht wirklich beeindruckt. Na gut. Die Angst kennenlernen. Space Marines einsatzbereit. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Mhm. Das sagt ihr ziemlich oft. Ich glaube, weil ihr das so oft sagt, seid ihr es eher nicht so. Weiterschießen, weiterschießen. Durch wen wurde ich gespottet? Durch die Scouts. Eieiei. Durch die gegnerischen Speer. Heißen ja nicht Scouts. Einsatzbereit. Ja, wunderbar. Erwarte Befehle. So, okay, dann haben wir das hier auch gleich durch. Die machen Gott sei Dank nicht wirklich Schaden. Speer. Also immer noch mehr als meine Scouts, klar. Aber also, ne, abgesehen auf die Scharfschützengewehre, meine ich. Hey, was soll das denn hier? Mobbing hier. War? Das ist noch kurz. So. Da auch irgendwo noch ein Panzer, glaube ich. Ah, oder war das... Ne, es war ein Panzer, ne? Der hier geschossen hatte mit den Raketen. Ketzerei. Na gut. Dann mal ab die Post. Auf geht's. Wir müssen hier Tod und Vernichtung über die Tau bringen. Wie lautet der Befehl? Ach ja. Wir werden beschossen. Da wird einer drauf gehen. Der ist mir dann auch egal, wenn er meint, er müsste den anderen Weg gehen. Bitteschön. Teams, sucht euch die Ziele und greift an! So. Reißt euch zusammen, Space Marines, bitte. Wir werden die Feinde des Imperiums vernichten. Angreifen. Ja, wunderbar. Eieieiei. So, Scouts, ihr könnt das ja schon mal einnehmen. Den ganzen Bums. Führt uns zum Feind. Der Feind greift an. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Jawohl. Oder da werden die Speer abgemetzelt, aber naja, gut. Ist halt leider so. Macht sie nieder.
lautet der Befehl. So, zerstört doch mal endlich bitte die Gebäude, ey. Also ein paar schießen auch schon auf die Tower, das ist ja schon mal nicht schlecht. Die haben jetzt auch schon Moral verloren, bedeutet, die machen auch weniger Schaden. Einnehmen im Namen des Imperators. So. Und einnehmen. Genau. Das heißt, die sind hier alle mehr oder weniger durch. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Verstanden. So. Bleibt wachsam, Bruder. Ja. Genau. Jetzt würde ich hier mal weiter ausspähen. Den Gegner. Bräuchte ich. Na gut. Scouts zum Einsatz bereit. Ja. Wir werden vorrücken und jede feindliche Position markieren. Ziel gesichert. Beginne Erkundung. Beginne Infiltration. Denn tatsächlich ist ja hier in der Mitte auch ein Punkt. Und hier ist eine Reliquie, die wir bräuchten, um den Landrider auszubilden. Ich bin mir gerade nicht sicher, Terminatoren glaube ich nicht. Da braucht man keine Reliquie hierfür, aber trotzdem wäre sie wichtig für den Landrider. deswegen sollte ich das mal angehen. In angemessener Eile. Wie kann ich euch helfen? Wie ihr wünscht. Ja, eure Herrlichkeit. Oh, da kommt einiges. Eieiei. Da kommt echt einiges. So, heil den Kram hier mal. Danach brauchst du wieder den Geschützturm neu. Okay, hier scheint auch eine kleine Basis zu sein, tatsächlich. Ja, die könnte ich eigentlich auch mal angreifen, warum auch nicht. Jawohl. Wie lautet der so, dann mal Angriff, bitte. Es wird Zeit. Wie kann ich euch helfen? Ja, eure Herrlichkeit. So. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Ja, wie ihr verlangt. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Ja. Angriff unter Schwere 23 einleiten. Lass die Leute nicht entkommen. Sie haben keine Chance. Angriffsprotokoll 23 einleiten. Man kann nicht töten, was man nicht sieht. Angriff. Wir werden beschossen. Angriffsprotokoll 23 einleiten. Zum Sammelpunkt! Okay. Oh, da kommen Krots, die müssen weg. Gehen aber irgendwie interessanterweise nicht in den Nahkampf. Okay, gut. Müssen sie wissen. Moral des Trupps wiederhergestellt. Der Glaube ist unser Schild. Da sind einige Tau, die müssen mal eben abgefangen werden, bitte. Befehle erhalten, Bruder. Führt uns zum Feind. Na. Wir werden beschossen. So, da ist ein Hammerhai, also ein Gefechtspanzer, wie es auch, wie er tatsächlich auch heißt. Kampfpanzer, wie ich sie gerne nenne. Also die aktiv für alle Situationen gedachten Panzer. Wir haben ja noch keine, weil wir noch unsere Basis nicht aufgebessert haben. Das mache ich jetzt mal. Okay, da verliert irgendwer Moral, aber okay, der Sergeant ist leider tot. So. So, rennt einmal durch, bitte. Und mach mal den Panzer hier weg, bitte. Sturmteams, sucht euch die Ziele und greift. Okay, gut, das haben wir hier scheinbar überlebt. Okay, hier werden wir ein bisschen aufgerieben, aber das ist soweit nicht wirklich richtig schlimm. Zu mir,
und ein bisschen bitter. Da würde ich auch jetzt mal den Cybot hinschicken. Noch einen Cybot ausbilden. Ja, uns gehen ein bisschen die Ressourcen. Also was heißt aus, aber ab einem gewissen Zeitpunkt produzieren die Horchposten nicht mehr die ursprünglichen Anforderungspunkte, sondern nur noch einen geringeren Teil. Deutlich geringeren Teil. Den einen Cybot, du gehst da jetzt doch nicht hin. Ich räume mal da oben die Geistkampfanzüge weg. Das kann ich machen, indem ich, glaube ich, einen Servoschädel nehme und die dann mitnehme. Ja, sollte gehen. Dann springe ich da halt hoch und metzel die im Nahkampf weg. Erwarte Befehle. Ja, man hat eben gesehen, das waren nicht viele Tau und die haben schon Probleme bereitet, auf jeden Fall. Nur ja, wie kann man da entgegenwirken? Das ist so eine eigene Wissenschaft für sich. Muss einfach irgendwie, ja, mehr Druck machen. Ja. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Na, die Hundis sind nicht so das Problem. Problem sind eher die Fernkämpfer, wie wir schon wissen. So, Wer Angst zeigt, hat keinen Genau, jetzt würde ich hier wieder. Würde ich jetzt die Reliquie einnehmen? Warum auch eigentlich nicht, ne? Bleibt wachsam, Brüder! Brauche ich ja, denke ich. Stehe unter schwerem Beschuss, starte den Angriff! Ach, man kommt da gar nicht so flüssig hin, wa? Oder? Guck gerade, wo ist denn der Zugang zur Reliquie? Also hier scheinbar. Okay, dann muss ich erstmal hier. Befehle erhalten. Der Glaube besteht ewig. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Ach so. Jawohl, eure Herrlichkeit. Bauroutine 7. So, und dann wieder zurück, mein Freund. So, da ist der Sprungtrupp. Nee, noch nicht. Warte. Hier, Servoschädel nicht vergessen. Ach, der kann da gar nicht rein. Oh, das ist doof. Na gut, dann muss er hier so an den Rand. Aber einzeln halt. Okay, die nehmen es aber scheinbar nicht wieder zurück ein, was schon mal sehr gut ist. So, zack. So, ihr beide, ihr beschützt mal erstmal das Ding da. Und dann könnte ich auch ein paar Hellfeuer-Zeugwurz gebrauchen, die mir halt alles, was von den Tau kommt, da vom Hals halten. Angriffsformation einnehmen. Führt uns so. Bleibt wachsam, Brüder. Wunderbar. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Da sind die Hellfire-Cybots, die jetzt zur Verteidigung aushelfen gehen. Wir haben noch keine Orbitalstation oder Orbitalrelais eher gesagt. Das sollte man auch ändern, damit wir Terminatoren ausbilden können. Wir sind die Auserwählten des Imperators. So, dann kümmern wir uns hier mal um die Reliquie. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Befehle erhalten. Vorwärts. Hier ist auch noch ein Hammerhai-Panzer, der muss auch mal eben weg. Ja, und die Krots greifen halt mit sowas ja an, ne? Nahkämpfern und ihren Kampfläufern sozusagen. Es ist aber auch gar nicht so gefährlich. Also schon, klar, darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall nicht. Aber es lässt sich alles noch ein bisschen gut bekämpfen. Also es lässt sich alles ganz gut bekämpfen. So. Wir sind die Auserwählten des Imperators.
Na, da wird ein bisschen gesandwiched hier. Space Marines einsatzbereit. Es ist besser, in den Imperator zu sterben, als es ist selbst zu leben. Nee, nee, zieh dich mal zurück, lieber. Muss ja jetzt hier nicht dein Leben geben für den Imperator einfach sinnlos. Das muss ja jetzt nicht sein. So, reparier den ganzen Bums mal bitte. Der Feind greift an! Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Wenn du das sagst, würde es so sein. Ja. Ich bin hier, um euch zu Gelterei entspringt aus Müßiggang. Okay, ja, du kannst mal direkt zu dem anderen Trupp mit hin. Ja, wir sind schon bei 51 Minuten und es dauert noch. Es dauert noch, auf jeden Fall. Aber wenn man erstmal ins Rollen kommt, wie bei den anderen Missionen auch, dann ist halt schon mal das halbe Brot gebacken, sozusagen. Wie ihr wünscht. Wie ihr verlangt. Wie kann ich euch helfen? Werde getroffen! Ja, da sind wieder irgendwelche Unsichtbaren. Ist doch egal, der überlebt das doch, oder? Ja. Jawohl, eure Herrlichkeit. So. Der Glaube ist unser Schild. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Zurück in den Kampf. So, dann mal hier die Panzer ausbilden. Die sind dann wichtig für wahrscheinlich die Basis hier und dann den himmlischen. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. Der Glaube ist unser Schild. Der Glaube ist unser Schild. Feuer verstärken. Angriff geschossen. So, metzel sie nieder. Wir werden beschossen. Jawohl. Angriffsformation. So, und hier greifen sie immer mal wieder diesen Kommandoposten an, aber da scheinbar halten sie das hier ganz gut stand. Sind halt Nahkämpfer und so weiter. Und ich habe halt Nahkämpfer und Cyborgs, wie gesagt, das müssen sie erstmal knacken können. Dem Feuerregen. Zu Sieg und Ruhm! Waffen sind scharf. Es wird Zeit. Stehe unter schwerem Beschuss. Ach, hier sind Drohnen. Ich habe schon mich gewundert, worauf schießen die denn? Der Funkturm. Ah ja, hier war der. Okay. Wir haben ihren Funkturm gefunden. Erobert ihn für den Orden. Sturmteams zum Platz der Einheit. Verteidigt diesen Turm. Ja. Waffen sind scharf. Vor allem die Fähigkeit. Benutzen Sie den Funkturm, um infiltrierte Einheiten aufzudecken. Das ist halt für uns so unnötig. Also es ist generell auch nicht so wichtig. Die Tau haben halt nicht so wirklich krass gute infiltrierte Einheiten. Das wäre bei anderen Fraktionen praktisch, wie beim Chaos beispielsweise. Die einfach gefühlt ihre gesamte Infanterie unsichtbar haben. Also auch ihre Space Marines. So, Stück für Stück hier alles ausschalten. Das ist zwar hier sehr, sehr verlustreich, wie man sieht, aber notwendig für die Reliquie, die für uns halt, wie gesagt, sehr, sehr gut ist. Verstanden. Wir stehen zur Verfügung. Na, come on, haltet durch, Leute. Na, halten sie hier stand? Ja, die Cyborgs kriegen hier ganz schön aufs Maul. Na gut, ich dachte, die schaffen das. So, weiter rein hier. Niemand wird uns aufhalten. Der Feind
jetzt an! Ja, haltet durch, Leute. Oh, da ist nur noch einer am Leben von dem Trupp. Hoffen wir mal, der überlebt. Nein, oder nicht? Hier genau dasselbe. Ja, die kriegen hier ganz schön auf die Schnauze. Nee, kein Flammenwerfer, bitte. So. Und wir sind immer noch nicht am Ende, um den Himmlischen zu töten. Ich meine, den kann man rausfokussen, ganz klar. Aber wie viel Damage die hier machen bei einer einfachen Erstellung sozusagen, das ist halt krass. Okay, der Cybot hat das hier scheinbar überlebt. Aber als einziger. Da muss er auf jeden Fall hier nochmal Unterstützung kriegen. So. Ja, genau. Predator erwartet eure Befehle. Huch! Irgendwas passiert jetzt. Ah! Auf dem Platz der Einheit eingenommen. Team Sigma, sie schießen auf dieses Gebiet, um ihre Tarnfelder zu stören. Sigma. Zug. Okay. Ich bin Alpha. So, und zwar muss ich das Gebäude nämlich immer selber auswählen, immer selber dann dieses Enthüllen machen. Das ist es nicht wert eigentlich, das zu machen. Also allein dieser Zeitaufwand. Es ist halt absolut grausam. So, jetzt bilde ich hier die Helden aus, einfach damit ich sie hab. Hier werden die Panzer wahrscheinlich zerlegt von so vielen Gegnern. Aber die geben mir Zeit. Die Zeit brauche ich. Auf dem Weg. Wir lassen uns von diesem Abschaum nicht unterkriegen. Jawohl. Wir lassen uns von diesem Abschaum nicht unterkriegen. So nämlich. Ihr wünscht. Position gesichert. Sturmteams Delta und Gamma. Los! Möge die Jagd gut werden. Delta und Gamma, ey. Ja, moin. Unser Glaube macht uns stark. Na komm, Ordenspriester. Bleibst du so lange? So, jetzt haben wir das Ding hier zwar eingenommen, aber Verluste gemacht. Die kann man sich ja fast nicht vorstellen. Wie kann ich euch helfen? Problem ist, ich komme hier auch gar nicht mit dem Servitor ran, weil die Tau da sind. Na gut. So, machen wir mal hier Terminatoren, ja? Wenn dann richtig. Wie kann ich euch helfen? Der Glaube ist nur rein, wenn er nicht hinterfragt wird. Terminatoren bereit. So, und jetzt könnte ich beispielsweise den Funkturm nutzen, um da oben die Geistkampfanzüge mal aufzudecken. Und dann könnte ich hier mal sagen, hier, macht sie mal weg, bitte. Ist schon nützlich auf jeden Fall. Gibt es nicht. Es gibt nur unterschiedliche Facetten. So. Land Rider. Den wollten wir ja haben. Jetzt haben wir ihn in der Ausbildung. Die Elite Krieger des Imperators stehen bereit. Wo werden wir gebraucht? Dieser Tag wird ein glorreicher Tag. Wir werden beschossen, zurückfallen lassen und formieren. Jetzt wird hier ordentlich reingemoscht. Ich kann mal jetzt meine Grey Knights dahin schicken, damit sie mal schnell aushelfen. Behütet es gut. Mit dem Orbitalrelais kann man ja Truppen überall auf der sichtbaren Karte droppen lassen. Das sieht auch echt nicht gut aus. Ja, ich lasse das lieber. Oder? Ja. Ich will die Reliquie halt nicht verlieren, aber gleichzeitig kann ich es auch, glaube ich, nicht verhindern. Zurückfallen lassen und formieren!
Nee, ich kann es nicht wirklich verhindern. Na gut. Hoffnung ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Jawohl. So, ich muss diesen Kommandoposten wieder zurückerobern. Man sieht, ich kriege auch wirklich kaum Ressourcen rein. Das ist ein kleines Problem. So, jetzt haben sie die Reliquie wieder zurück eingenommen. Weiß jetzt gar nicht, der Landrider wurde wahrscheinlich abgebrochen. Nee, den Landrider kann ich sogar noch ausbilden. Das ist sehr gut. Dann muss ich mich nicht weiter darum kümmern. Zur Schlacht. Verlieren gerade Reliquien. Ja, ja, das ist nicht schlimm. Ich glaube, der ist schnell genug fertig, als dass... Ja, ist er. Er ist schnell genug fertig. Das heißt, ich kann mich jetzt um diesen Kommandoposten da kümmern. Zack. Einnehmen, bitte. So, und jetzt muss ich hier Space Marines nachproduzieren, leider. Beim Imperator. Oh, der so können das. Der kann das gar nicht. Die können das. Heute wunderbar. Unschuld gibt es nicht. Es gibt nur ja, Space Marines einsatzbereit, wir wissen's. So, jetzt würde ich das Ding hier mal machen, damit wir mehr Anforderungspunkte kriegen. Das ist gerade das größte Problem, muss ich sagen. Aber wir sind schon bei einer Stunde. Bei anderen Kampagnen waren wir jetzt schon durch, aber ja, diese Länder sind halt happig. Leicht ist was... Also leicht... Was heißt schwer, ne? Also, es dauert halt. Schwer unter schwerem Beschuss! Der Glaube ist nur rein, wenn er nicht hinterfragt wird. Schlagt sie mit aller Macht nieder! Wissen ist die Macht. Behaltet es gut. Die Feinde der Menschheit werden vor uns nicht bestehen. Verstanden. Wie lautet der Befehl? Alle Sünder fürchten den Zorn. So, das heißt, hier sind wir durch. Euer weiser Rat sagt von Größe. Ja, metzelt sie mal nieder da. Gesegnet sei der Verstand, der keinen Zweifel kennt. Alles klar. Bauroutine 721 eingeleitet. Stehe unter schwerem Beschuss! So. Kann ich nicht, weil es hier eine Ausbildung. Na gut. Würde ich mit denen trotzdem mal versuchen vorzurücken? Mögt ihr uns zum Sieg führen? Ja. Nur der Krieg kann unseren Glauben erwecken. Der Glaube ist nur ein, der nicht jeder Zweifel kennt. Okay, weiter. Ich werde die Truppen in eurem Sinne führen. Bald Imperator, so soll es sein. Schwierig? Ja. Unmöglich? Nicht für mich. Nehme Schaden! Du hast keine Chance gegen das Höhere. Das sehe ich anders. Oh, da kommt ein Knarlok. Der muss weg. Der muss weg. So, ihr habt eure Waffen jetzt noch nicht bekommen, deswegen kommt das jetzt. So. Hier steht schon mal Schlange für das Orbitalrelais. Okay, rein. Ich muss auf jeden Fall noch... Was wollte ich? Panzer, genau. Die müssen hinterher und mitmachen. Wir haben ja gesehen, wie gut die Kombination aus Landridern, Predatoren und halt
Infanterie ist. Also da kommt man schon schnell voran. So, du kümmerst dich mal bitte darum. Okay, okay. So, ihr habt eure schweren Waffen, dann rein in die Bude. Der Glaube ist unser Schild. Befehle erhalten. So, und du wirst hier mal genutzt, um aufgewertet zu werden. Der Glaube ist nur rein, wenn er nicht hinterfragt wird. Ein Glaube ist mein Schild. Wunderbar. Okay, genau, hier wird es schon gemacht. Hier sind die Space Marine Trupps, die werde ich brauchen. Die Panzer können nicht ausgebildet werden, weil die Bevölkerung, oder weil das Bevölkerungslimit voll ist. Na gut. Dafür ist halt hier der Punkt ein bisschen sicherer, klar. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Ich nehme die Herausforderung. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Ein freier Verstand. So, der Bonka-Befehlstand ist jetzt zerstört. Der Feind hat uns überwältigt. Der Bonka-Befehlstand ist gefallen. Fasst Mut, Feuerkrieger. Das höhere Wohl wird sich durchsetzen. Naja, wenn du das sagst, wird wohl stimmen, aber ich denke eher nicht. Der Feind greift an! Werde getroffen! Servitor, reparier den Kram mal hier, bitte. Ich bin hier, um euch zu dienen. So. Für die Ehre des Ordens. Immer aufmerksam! Ja, okay. Verstanden. Ihr seid immer noch nicht durch, aber naja, bald. Das Ding ist, jetzt muss ich hier eigentlich nur noch den Weg hoch und allein hier, das wird ein Trauma. Das ist einfach irgendeinen geradlinigen, engen Weg durch und die Feuerkrieger können draufschießen, wie sie lustig sind. Deswegen auch jetzt hier die Vorbereitung auf diese Orbitalrelais, damit ich einfach schnell Truppen auch hinter die Linien bekomme. Erwarte Befehle. So. Dann würde ich mal langsam hier loslatschen. Drohnen, mein Gott. Hat er seine Fähigkeit bereit? Glaube, ja. Und Pflicht. Kann ich nicht verhindern, so wirklich. Das wird so beim Beifahren weggemacht, hoffe ich. Naja, also machen halt nicht so viel Schaden, deswegen ist das Ganze gar nicht so schlimm. Okay, weiter. Ich treffe immer meine Ziele. Wunderbar, weiter. Genau, die Truppen sind jetzt hier schon da, sind schon bereit. Es geht ja nur darum, den Himmlischen zu töten. Und deswegen alles schön rausfokussen und dann gezielt auf den Himmlischen gehen. Das ist so ein bisschen der Plan. Da sind Kot weg. Ich werde nicht scheitern. Da sind Veteranentruppen.
Aber auch die können weg. Team Zeta, angreifen. Erledigt sie. So, und jetzt ist die Zeit für die Sturmbasis, für die Orbitalrelais. Die sollen nämlich jetzt hier landen. Und schön. Genau. Jetzt hört man es auch schon. Ja, ich weiß gerade nicht, wo er ist. Schlag diese Menschen zurück. Beschützt auch Mel um jeden Preis. Alle Krisisteams, greift den Feind an. Sturmteams, sucht euch die Ziele und greift an. Ja, falsches Profilbild, aber gut. Komm vor. So. Und jetzt muss ich im Prinzip nur noch hoffen, dass es ausreicht, was ich hier habe. Dann in der Zeit tatsächlich noch mehr. Okay, meine Grenades sind sogar schon draufgegangen. So, mehr Cybots. Okay, das sieht tatsächlich nicht so gut aus, dass hier die Leute durchkommen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich kann ja wieder einfach was nachschicken. Ne, es dauert jetzt ein bisschen länger, aber mein Gott. Der Ledge Rider darf nur nicht fallen. Das ist es eigentlich. Das ist eigentlich alles. So, solange der Land Rider am Leben ist, ist eigentlich alles halb so wild. So, unser Captain ist jetzt schon auch tot, aber das ist auch gar nicht so schlimm. So, schön hier alles nach ausbilden. Ist alles gar nicht so das Problem. Immer aufmerksam. Werde getroffen! Wo werden wir gebraucht? Ich bin Abba. Ja, bist du wohl. Tatsächlich kann man auch Cybots runterschicken über die Landekapseln. Kann da leider auch nicht mehr von bauen, sondern nur eine. Das ist schon gut. Ich werde gehorchen. So. Führt uns zum Feind. Ich würde auch tatsächlich hier Plasmawerfer nehmen, weil die, wenn ich die runterschicke, sind die in Reichweite, wa? Verstanden. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Stehe unter Schwelle im Namen des Imperators. Hütet euch vor dem des Imperators erfüllt wird. So. Ja, ja, geh mir mal nicht auf den Sack hier, ihr komischen Feuerkrieger, Leute. Geistkampfanzüge. Ja. Ja, eure Herrlichkeit. Ne, den Heuchposten bitte. Ja, eure Herrlichkeit. Terminatoren, geliebte Krieger des Imperators, verehrt den unsterblichen Imperator. Erwarte Befehle. Ich nehme die Herausforderung an. Dieser Tag wird ein glorreicher Tag für das Imperium. Da war jetzt ein Plasmawerfer nicht fertig, aber also mein Gott. Auch gar nicht so schlimm. Tatsächlich kann ich die hier schon mal reinschicken und dann landen lassen. Du musst leider den Weg laufen. Führt uns zum Feind. Waffen sind scharf. Ich erwarte es. So, und du kommst auch dahin. Ich kann die Cybots generell mal nutzen, vielleicht, um als sozusagen Tanks mit reinzulaufen, einfach. Fertig. Ich bin bereit. Wir werden geschossen. Zu mir, meine Brüder. Uiuiui. Einige Crisis-Kampfanzüge hier. Naja. Müssen sie selber wissen. Genau, der muss noch ausgebildet werden, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Noch habe ich Zeit. Ach ja, genau, die habe ich vergessen.
uns zum Feind. Gehe leicht wie Fuchs, trage eine große Waffe. Dieser Tag wird ein Hoffnung glorreicher Tag ist der für das erste Imperium. Schritt auf der Straße heute wird der Enttäuschung. Die Angst kennenlernen. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. So, der Trupp ist jetzt gleich fertig und dann... Ach komm, du kannst schon mal rein. Und dann kann ich hier den nächsten Angriff forcieren. Na komm. So. Genau, jetzt kommt auch der Landrider an die Spitze. Das ist gut, weil der kann einiges eintanken, dadurch, dass er sich unverwundbar machen kann. Das ist halt schon sehr, sehr gut. So, jetzt werde ich hier angegriffen, aber meine Güte. Halb so wild. Ich bin bereit zu dir. Der Feind greift an! Ja, und gerne versteckt sich dann der Himmlische hier irgendwo in der Ecke. Habe ich auch schon oft genug gehabt. Ist ein bisschen nervig, aber naja. Ist leider so. Der Feind greift an! Mit Mut und Ehre. Ja, der kriegt jetzt hier so ein bisschen aufs Maul, aber gar nicht so schlimm eigentlich. Kann schon Schaden anrichten, bevor man selber Schaden bekommt, auf jeden Fall. Und ja, diese Elite-Truppen, diese Leibgardisten, die sind hier auch wirklich hart. Die machen sehr, sehr viel Schaden und haben, wie man gerade gesehen hat, auch eine sehr, sehr hohe Reichweite. Ja, man sieht, die Cyborgs, die tanken nicht sehr viel. Na, also gegen Hammerhaie und so weiter kommen die nicht wirklich an. So, mit dem Trupp kann ich ja schon mal hier den Himmlischen suchen. Wo bist du? Nee, hier ist er. Der wird hier in der Ecke, glaube ich, sein. So, Orbitalrelais, bitte. Truppenmonner schicken. Bist du hier in der Ecke? Ist das so? Ja, da ist er. So, Focus Fire bitte. Auf den Himmlischen. Das geht auch sehr schnell. Da ist er tot und das war's. Ja, ne? Alles ist verloren. Aunel ist tot. Wir können nicht mehr siegen. Rückzug, sofort! Alle Truppen zurückziehen. Evakuiert die Stadt. Wir werden Aunel für sein Begräbnis zurückbringen. Hier gibt es für uns nichts mehr. Ja, und so einfach kann man die Taus besiegen. Während des früheren Kreuzzuges am Damoklesgolf hatte das Sternenreich der Tau die Nova Marines abgewehrt, die auf Konos gelandet waren. Bei ihrem Angriff auf Asharis rächten die Blood Ravens die besiegten Nova Marines. Ganz wie die dritte Kompanie in der Schlacht von Magna Bonum auf Tartarus hatte sich die vierte Kompanie der Blood Ravens ihren Weg durch die Straßen von Asharis gekämpft, Häuserblock für Häuserblock. Die Tau-Feuerkrieger und die Krotjäger trieben sie dabei mit stählerner Entschlossenheit zurück. Der Tau-Commander Okais schaffte es jedoch, die Blood Ravens um einen Preis zu bringen, nämlich den Körper des himmlischen Shiores, der zweifellos bei Untersuchungen im Librarium und Apothekarium des Ordens geendet wäre. Aber so verbrachte Apothekarius Gordian viele Tage damit, Blutproben des Aliens zu sammeln, die zurückgeblieben waren, als die Tau sich mit dem Körper des erschlagenen Himmlischen zurückgezogen hatten. Ja, schön über die Leichen fleddern. Naja, gut. Müsst ihr selber wissen.
Sternreich der Tau vernichtet und somit haben wir dann auch die vorletzte Fraktion rausgenommen. Als nächstes kommen die Elder, da werden wir auch einfach nur die Demis Nordlande, ich vergesse immer den Namen, aber ja, die Demis Nordlande werden wir einfach einnehmen. Ist aber auch gar nicht so einfach, gerade die Elder sind, das ist ja eigentlich der schlimmste Feind, weil die sich mit ihren Basen sonst wohin zurückziehen können. Und danach greifen wir das Hauptland der Elder an, Tyria. Das wird leichter, glaube ich, als das, was wir jetzt hatten. Jedenfalls für uns Space Marines. Was bei den Eltern halt so ein bisschen schlimm ist, sind ihre Harlequins, weil die können durch unsere Truppen durchspringen und keiner kommt wirklich zu Schaden und die richten Damage an und bla. Aber nichtsdestotrotz, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Wir sehen uns bis dahin. Viel Spaß und...